Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission, die da heißt. Ja, wir müssen wieder was fürs Büro erledigen. Wir müssen uns ins Courts Center, also dieses riesen Einkaufszentrum und alles mit dem Irrgarten. Ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Online-Modus. Da müssen wir uns jetzt treffen. In der letzten Folge haben wir tatsächlich das Ding mit dem FIB durchgezogen und alles rum und dran. Das klappte mir, ja, klappte eigentlich recht gut. Dann machen wir so. Wir hatten tatsächlich ein paar Leute, die mit auf die Schicht gekommen sind. Aber die müssten jetzt mittlerweile erledigt sein. Ja, genau, wir müssen jetzt nochmal, uns hat Davy gerade eben angerufen. Wir haben ein Problem mit ihm und Meriwether. Oh, Hans. Ja, ja, das machen wir jetzt gemeinsam. So, Kollege, bleib mal hier. You had your chance, pal. Tja. Dann nehmen wir das mit. Wir sind ja nett. Hello there. He had a change of heart. Who says chivalry is dead? I only wish more people were like you today. Ja, für die Toilette machen können. Wir haben ja genug Kohle. Wir haben ja 1,2 Millionen. Dann tut das auch nicht mehr weh. So. Ist das nicht das FIB-Gebäude? Oder war mal? Warte mal. Doch, ne? Die Frage ist, können wir da hochgucken? Ja, wo wieder alles weit. Oder warte mal, ist das Ding zu? Ich würde mich jetzt gerade immer nur interessieren. Schade, ich dachte, das wäre nur ein bisschen was zu sehen. Na komm, ach Kollege. Ja, gut, dann machen wir uns natürlich jetzt auf zum Kotz-Center. Zum Kotz-Center. Look out! Das war übrigens alte GTA-Krankheit. Entschuldigung. Ich habe irgendwie so Anziehungskraft auf Motorräder. Ach, schade, auch eins. Nein, Autos wollte ich jetzt nicht, aber das Motorrad wollte ich mitnehmen. So, machen wir uns noch weiter auf. Wir haben noch 2 Kilometer vor uns. Ich gewinne mich jetzt auch heftig, die Mission, die jetzt ansteht. Wir haben noch einige Missionen offen. Ach, das... Orange war Trevor, ne? Ach, Nigel, ja, gut, er hätte... Ja. Entschuldigung, alles. Typische GTA-Krankheit. Solltet ihr mittlerweile von mir kennen. So, wir sind nur noch in unserem Fluchtwagen unterwegs, der aus dem Überfall auf das FIB-Gebäude. Aber die Frage ist, was will Davy jetzt von uns? Irgendwie geht mir der Typ, mittlerweile geht ihm mit diese Bro-Typen auch mittlerweile so auf den Sack. So, trifft dich mit Dave. Wo ist er denn? Die Frage ist, da hinten irgendwo. Warte mal. Die Frage ist, wo steht der? Ich hätte mein Auto zu. Jetzt ich das Auto holen müssen. Das ist geil. Na, eigentlich wollte Michael ja mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Der hat ja auch gesagt, ich bin raus. Ich habe alles erledigt, was ihr wollt, aber die Frage ist, was kommt jetzt noch? Also ich weiß, was kommt. Das wird eine richtig fette Mission werden, aber... Naja. Tun wir mal unser Bestes.
Das wird eine richtig krasse Mission, dann definitiv hier jetzt. Noch ist hier ruhiger. Noch. Das wird gleich richtig interessant werden. Ist noch ein Medikator, gut zu wissen. Boah, wo ist, wo steht der Typ? Also muss er hier auf der Höhe stehen. Boah, so viel ist Michael gar nicht mehr gerannt, seit... Ja, seit dem Überfall auf den Stalker. Mit für Tracy bei der Familienzusammenführung. Aber Davy steht hier. Irgendwo. Ah, see? Davy, that's why we're such great friends, huh? We're old school, we like old fashioned things. Newspapers, celluloid. Good guys, bad guys. We're friends? Well, I don't know, you tell me. We did what you said, right? Got those people off your back? Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. There's a bit of a problem. That's right, Davy boy, you can say that. Steve, I told you I would handle this. Oh, because you've handled everything so fucking well so far, haven't you? All right, I admit things have been a little unorthodox, but... Fucking orthodox! You've ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Oh, Steve, come on, please. You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court. About our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael. To try and explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activity. Put your weapons down, all of you. Ach, Gottchen. Who the fuck are you with? With me. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Merriweather. What are they doing here? Steve, put your gun down. Oh, same goddamn leg. Go! Fuck! Bullshit. Das wird jetzt noch eine richtig lustige Mission. Ja, fette Action nochmal zum Abschluss hier. In GTA 5. Ja, Richtung Abschluss. Der ist tot, Gott sei Dank. Was ist mit Haynes? Er wird caught in der Crossfire? Ach, der ist tot, okay. Was ist noch der scheiß Heli unterwegs, oder was? Gott sei Dank. Also, was heißt Gott sei Dank ist der Heli unterwegs, aber Gott sei Dank ist... Ja, da ist noch einer, der da rumläuft. Unten. Da ist noch einer da. Da hinten ist noch einer, oder was? Nicht so eine gute Idee. Holy crap. So, der ist tot. Wunderbar. Den Heli da. Trevor, guck da mal an.
Was? Marcus, und ja, ich bin nicht gut im Zielen mit Scharfschützengewehr. Sorry, liebe Leute. Jetzt habe ich ihn. Abflug. The fuck? Hey! If anyone's gonna kill you, old friend! Hi, Trevor! Oh! You here to finish the job, T? No. I'm just here for the opportunity. Now run! Touching reunion and all, but I'm about to get jumped by a team of rogue agents. T, you got the vantage point. Get to your head. This is the guy who iced Brad, and would ice me? I'd be better off putting my sights on him. Haynes made it out of here, and there's another group of agents looking into our shit. Gute Nacht. Oh, gute Nacht. Gut, jetzt geht's zu Michael wieder zurück. Franklin ist anscheinend nicht unterwegs zu sein. D, make a play for that stone bench by the pool. I'm coming down. Ja, das ist einer unserer Leute. Boah, Alter. Oh, ich habe vier Mann gerade geholt. Kommt der nächste. Der ist hier tot. Der ist tot. Wo sind die denn? Kommen die denn hier? When you get down here, we can go. What happens to Haynes? Norton gonna pop him at the water cooler on Monday. Der ist tot, hoffentlich. Popping Steve, Jesus. I'll get close to him and I'll try to control him. That's if we get out of here alive. They'll be bringing bodies out of here by the truckload. What are Merryweather doing at this party? You tell me. Das frage ich mich gerade auch. Der ist tot. Der ist tot. Ich versuche gerade ein bisschen was von noch hier oben von ihm mitzunehmen. Der ist auch. Ne, der ist nicht tot. Der ist tot. Ja, ja, ich helfe euch gerade hier unten ein bisschen. Von hier oben. Da ist doch einer. So viel dürfte doch nicht mehr sein. Zwei sehe ich heute auf der Map. So, die zwei hole ich mir noch. Der eine ist ja hier noch. Den habe ich auch noch. Oh, meine Fresse. So, der eine noch da. Wo sind der? Hinten. Ja, ja. Was ist der denn? Da ist der dahinter. Das ist der. Okay. Na komm. Jetzt ist er tot. Gott sei Dank. Beschütze Dave, wofür? Achso. Da kommt die nächste Welle. So, den Heli nehmen wir mal mit direkt mit. Bloß nicht der. Ich weiß. Komm. Ja, den hat's auch nicht erwischt. Mann!
enemy cars in the lot. Put as much dirt between you and this place as you can. And do not contact me until you're absolutely sure you're clear. I'm taking this one. So long. Stay safe, D. Finish them all. So, haben wir noch irgendwo was? Also da sind noch zwei Minimum. Ich glaube, dann haben wir es, glaube ich, fast. Mike, before you disappear, we need to have a conversation. So conversate! Not here! Meet me behind the pawn shop in Morningwood. Da kommt noch ein Heli. Den Heli muss ich noch mitnehmen. Wo ist denn der? Okay. Komme nach Morningwood. Das versuche ich jetzt gerade. Was ist mein Auto? Na, ich brauche keinen. Ich brauche eigentlich mein Auto. Das Gute ist ja noch. So, Rex Heli. Ja, super, du Vollidiot, ey. Ich hab den gar nicht gesehen. Wo stand denn der? Aber ich bin da. Ach, der war schon wieder rechts von mir. Wenn ich den wegkriegen kann, dann wäre das super. Mike, bevor du disappear, we need to have a conversation. So conversate! Not here! Meet me behind the pawn shop in Morningwood. Ach, da oben ist es. This one's mine. Good luck. Be careful, Davy! Der ist tot. So. Super. Shit, Chopper. Den. Oh, crap. Der soll mal herkommen. Shit. Da ist der. Wenn er mal herkommen würde. Ich habe keine Waffe, keine Dings, keine Waffe, ne? Jetzt ist er weg. Puh, was für eine Mission, Alter. Was für eine Mission, ey. Gott sei Dank haben wir die Typen weg. Ja, wann hat er mich dann doch draufgekriegt mit so einem scheiß Heli? Oh, Alter. Ich muss mal durchatmen gerade, toll. Das ist gerade ziemlich heftig, ja. Gut, das war den, wie gesagt, jetzt haben wir Ruhe. Der Heli, der musste nämlich weg, weil sonst hätten wir den nämlich noch. Dann hätten wir jetzt nicht die Stadt noch in der Backe gehabt, aber es ist gut, dass der weg ist. Oh,
was fun. What are you doing smoking, huh? Come on, man. No, no, no. That's bad for you, don't you know, huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me. Huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No. He's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low-rent hood. Listen, Trevor. Listen. What have you been meaning to tell me, huh? That you stabbed me in the back, or that you were and always will be a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, what the fuck did you come back for? Oh, you know why. Ah, no. One last score. Mm-hmm. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay, too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on, then. Yeah, I guess it is. Call Lester. Let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose a group hug's out of the question? He wants to, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There, you happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. So, bestanden. Das große Reine machen. Gut, wir hatten die nächste Mission mit Franklin, aber die machen wir nicht heute. Wir machen nämlich jetzt weiter mit Salomon, würde ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5.